So, wir sind auf Teneriffa, nennt man ja das Urlaubsparadies. Jetzt haben wir Dezember, ist eigentlich schönes Wetter, heute ist es bewölkt. Hier haben wir noch das Restaurant. So, und jetzt hier, das sind normalerweise hier Toiletten. Jetzt wird alles abgerissen. Vorher waren die, also muss sagen, haben noch nicht so schmutzige Toiletten gesehen. Ja. Wir haben uns auch beschwert. Und dann sagten sie hier, ja, das wird von der Stadtverwaltung, das gehört gar nicht zum Restaurant. Ja. Jetzt, meine Freundin gestern musste auf die Toilette. Und dann sagte man ihr, ja, jetzt lauf mal da hinten hin, da etwa, wo die Dame mit dem Kinderwagen ist, da sollte eine Toilette sein. Und ja, da könnte sie hin. Dann ist sie hingelaufen, dann hat der Mann ein Schloss gerade davor gemacht. Ja, jetzt ist schon 5 Uhr. Jetzt kann er nicht mehr aufmachen. Sie hat gesagt, ich muss jetzt ganz dringend und bitte machen Sie auf. Nein, geht jetzt nicht. Und dann ist sie fast die Blase geplatzt. Dann musste sie zurück. Unverschämterweise hat er sie einfach ja, nicht reingelassen. Jetzt ist sie ganz da hinten hin. Hier ist ein Dorf. Das ist Costa Brava. Ganz da hinten. Da gibt es noch mal eine Toilette. Und dann nachher kam sie zurück und hat gesagt, sowas hat sie im Leben noch nicht erlebt. Ja. Ja. Die Leute, ich muss sagen, das ganze Personal ist sehr unfreundlich. Ja. Also wenn du am Tisch sitzt mit mehreren Leuten, kommt vielleicht ein Fremder dazu. Der Tisch wird immer zusammengerechnet, alles, ob man das will oder nicht. Ja. Und dann gibt es halt auch schon die Probleme. Ja. Also ich bin auch mal hin und dann habe ich gesagt, ich möchte nur einen Kaffee und ich bezahle gleich. Nein, jetzt hat er schon drauf gemacht. Dann habe ich gesagt, ja wieso, ich gehe jetzt gleich wieder weg. Nein, jetzt ist er drauf, er kann da nicht zweimal laufen. Also ich war entsetzt. Und so geht es fast in jedem Lokal hier. Ja. Jetzt frage ich hier mal einen, jetzt frage ich hier mal einfach jemand, der alleine da ist, wie er das da findet hier. Ja. Hallo. Darf ich mal stören? Wie finden Sie denn das, dass die Toiletten hier, dass hier keine Toiletten gibt, ja, in diesem Restaurant? Was sagen Sie denn dazu? Wie gefällt Ihnen das denn hier? Ja, das gefällt mir gar nicht, weil man trinkt und isst hier und muss circa einen halben Kilometer auf die Toilette gehen. Ne? Und die sind dann um 16:30 geschlossen. Genau. Auch nochmal eine Sauerei. Ja, ja, da hinten, das wäre nämlich da ganz da hinten, ja. Dann ja, 500 Meter und wenn die zu sind, dann läufst du bis zur Punta Brava und das ist fast ein Kilometer. Ne? Naja, ja. Ja. Das ist ganz schön. Also ne? Muss man es anhalten ja. Und das geht gar ja. Nicht. Ne? Das, also das müsste ja die Stadt mindestens regeln, ja. Also ich meine, jetzt wird ja was gemacht, aber vorher war das ja auch schon ganz schrecklich und schmutzig vor allem. Und das Papier wird einfach in die Ecke geschmissen. Manchmal meterhohe Papierrollen. Ja, also. Ja, muss man mit du leben. Du bringst ja nichts mehr, nee. Also dann. Tschüss.